Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. Herzlich willkommen zurück bei League of Legends. Lange habe ich es nicht mehr gespielt, beziehungsweise nicht mehr im LP gespielt. Aber das soll sich jetzt ändern. Denn ich habe ein neues Format hier aus dem Boden gestampft, zusammen mit zwei Leuten aus der Community, nämlich dem Gecko und dem Antiqui. Sag doch mal Hallo. Hi. Guten Abend. Sehr zurückhaltend noch, aber das wird sich noch gleich geben, denn wir spielen eine ganz neue Art von LOL direkt aus dem Internationalen Center für Lolligkeit. Oh, da geht's auch schon los. Und ich bin natürlich direkt auf die richtige gegangen und ihr nicht. 5 Sekunden noch. Die kriege ich noch hier. Gecko, was tust du? Wir haben überhaupt Fokus. Der Gecko ist direkt das erste. Ich glaube, ich muss sogar meinen. Nein! Alter, jetzt bin ich derjenige, der noch steht, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Du wolltest doch Tank spielen, oder? War richtig. Ja, ich bin Tank. Also mit der Morgana. Was geht denn los? Ich habe mir 2 Leute aus der Community geholt, ja? Die besten, die wir haben. Und die beiden sterben sofort hier direkt bei der. Noch bevor das Spiel eigentlich angefangen hat. Was habe ich nur gemacht? Ich dachte, das wird easy, weil ich bin ja eher so ein ziemlich schlechter Spieler, LOL-Spieler, wie mir viele Leute auch in den Kommentaren gesagt haben. Aber ich dachte mir, nein, wir machen das jetzt irgendwie lustig. Und zwar, wir spielen League of Legends Ranked Extreme. Das heißt, wir spielen tatsächlich 3 gegen 3 Ranked und werden das natürlich auch durchziehen hier in dem Ranked spielen. Aber wir haben immer so bestimmte Challenges, die wir während dem Spiel auch noch hinkriegen müssen. Und das wird gar nicht so einfach. Denn die Challenge für heute zum Beispiel, die ist noch eine, ich sag jetzt mal, eher gnädige Challenge, nicht wahr? Wir müssen bei jedem dritten Kill, den wir machen, müssen wir nach oben zum Ekelschlund und dort mal eine Runde mit dem tanzen. Wir nehmen das Ganze jetzt nicht allzu ernst, aber wollen natürlich schon auch versuchen, trotz dieser unglaublichen Schwierigkeiten, die wir uns selbst aufbürden, ein bisschen die Ranked-Leiter hochklettern. Oh, da habe ich schon daneben geschossen. So, sagt doch mal ein bisschen was zu euch. Was ich dazu noch sagen kann zu der Challenge ist natürlich, dass es hinfällig, wenn wir eh keine Kills machen. Also der Challenge schon, ne? Aber normalerweise ist eigentlich der Gecko wirklich ein harter Gegner, aber vielleicht stimmt das auch alles nicht und der tut nur immer so. Und wenn er jetzt hier wirklich ranked spielt, dann ist das alles ganz anders. Die kommt immer. Wir pushen gerade ein bisschen hart. Ich hab sie gekriegt. Ja, jetzt habe ich keinen Ignite mehr. Aber der ist direkt wieder weggesprungen. Und da ist der erste Kill. Oh, der erste Kill ist da. Wir rücken der ersten Challenge etwas näher. Kriege ich den noch? Nein, schade. Wir sind beide schön low life. Ja, das ist gut. Und wir sind richtig schön high life jetzt gerade. Apropos high life und Dosen, ich hole mal gerade einen Altar. Oh ja, mach das. Bei deren auch wohl, ne? Ach, stimmt, wird's ja machen. Ich mach den Turm währenddessen down. Alleine. Like a boss. Ja. Wer die 3 gegen 3 Map nicht kennt, zu den Altaren sei gesagt, die geben einen gewissen Bonus. Wenn man einen besitzt, geben die nur einen gewissen Bonus, also und zwar Mana-Regeneration, Gold pro Kill. Und wenn man beide Altare besitzt, dann geben die noch weitere Boni, und zwar 10% Bonus Attack Damage und 10% Ability Power. Zusätzlich zu dem eigentlichen, was man hat. Also wenn man jetzt beide Altare besitzt, kann das Gegnerteam keinen Altar besitzen oder hat man natürlich einen deutschen. Ich finde es eigentlich viel geiler, dass es hier Altare gibt auf dem Dreier. Ich finde die Dreier-Maps sowieso viel geiler und ich finde es sehr schade, dass die. Jetzt hat uns beide gekriegt. Das ist ja auch natürlich unangenehm. Ja, ich komme gleich von oben, aber die Riven farmt vor sich hin. Ich bin zu low, ich kann da nicht kämpfen. Da, die sind beide da drin, ne? Vorsicht. Aber ich habe mein Stun wieder. Also ich habe keinen Mana mehr. Ja. Erlöscht. Achso, ich könnte mal den hier nehmen. Nö, du haust mir nicht ab. Nee, der haut wirklich nicht ab. Ich bin sehr selbstbewusst, ich opfere mich, wenn. Oh nein, nein, die Riven ist fett. Oh oh. Tja, und damit haben wir die 3 Kills schon erreicht. Haben wir schon, aber ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Aber der Rumpel ist immer noch nicht gestorben. Möchte ich mal ganz kurz anmerken, während ihr schon zweimal das Zeitliche gesegnet habt. Ne? Der eindeutige Pro hier in dem Spiel. Ja, wir sind halt die Bequemfieder. Ja, stimmt. Unser, wir müssen jetzt aber nach oben hier übrigens, ne? Wir müssen einmal zum Ekelschlund jetzt. Ich will noch einkaufen. Nee, du musst jetzt zum Ekelschlund, jetzt sofort. Okay.
genau, also der Tag von unserem, wie ihr schön sehen könnt, das war eigentlich so eine Bedingung, der Tag von unserem unglaublich tollen Team ist natürlich O7 und wir sind die Bequemfieder Extreme. Wo ist denn der Ekelschlund? Der ist weg. Der kommt erst noch. Der spawnt erst auf eine gewisse Minute. Genau. Na toll, dann können wir ja gar nicht tanzen. Hat er voll gut getanzt. Na gut, wir waren wenigstens da. Damit haben wir genau. Aber unten der Turm wird weggemacht. Das ist natürlich der toll. Der ist schon weg. Aber der Jax ist sehr weit vorgelaufen. Den können wir. Den können wir kriegen. Aber eigentlich einfach snacken. Und Kegels. Da hat schon wieder einer Killstil gemacht, par excellence hier, der. Gezogen. Talos. Killstil gezogen, ja. Genau so eine Art. Danke für dieses Kompliment. Ja, wir haben ja in der letzten Zeit etwas häufiger wieder LOL auch in der Community gespielt. Tatsächlich bin ich irgendwann, weil meine Kollegen, die eigentlich immer mit mir LOL gespielt haben, die haben so ein bisschen gewechselt. Die sind zu. Oh, ihr wollt da direkt drauf, die ist doch zu schnell. Flash gezogen, ja. Hm, wieder ein Punkt. Bei jedem dritten Flash gezogen übrigens, müssen wir auch oben zum Ekelschlund. Ah, das war doch nett. Oh, wir kriegen Besuch. Ich lass dich alleine. Oh, deswegen sterben wir. Deswegen stirbt er nie, weil er lässt die anderen immer stich. Oh, ja. Von uns. Ja. Ah, ich hab grad mein Oh, der Turm ist hier weg. Das ist natürlich unangenehm. Hilf mir mal! Stimmt auch noch. Jetzt bin ich auch weg. Perfekter Einstand. Ja, ich habe jetzt ein 1-1. Wie sieht's bei euch aus? 2-2 und auch 1-3. Olaf. Tada! Eieieiei. Ihr macht mich nervös. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, wir dürfen natürlich. Oh, ich glaube, ich gehe mal dem. Ja. Der Jax ist aber. Der Jax ist sehr, sehr gefährlich. Oder ja, sehr aggressiv. Whisky. Genau. Aber ich bin noch zu langsam, ich habe noch keine Schuhe, ich bin ja erst mit Kelch dran immer. Wenn er den Kill jetzt hat, dann haben wir die nächsten 6. Oder die nächsten 3. Ist denn der Ekelschlund schon da? Sehr schön gemacht. Mal schauen. Ich glaube ab Minute 15 oder sowas. Ach komm, genau. Das hättet ihr mir mal sagen müssen. Anti ist unser LOL-Lexikon. Nee, bin ich nicht. Ihr seid beide so low-life, ihr solltet beide mal nach Hause teleportieren. Ich bin Olaf, ich mag das. Hallo Mama. Ja, geht's auch gut. Boah, halt gleich nach Hause telefoniert. Wie du wolltest. So, telefoniert. Ah, schade. Boah, ich sag doch gerade, du sollst mal nach Hause telefonieren und dann. Ach, eigentlich weiß ich es auch nicht. Meistens. Ja. Zumindest wenn man nicht drauf kommt. Riven wird gierig. Ja, Riven wird gierig. Die Lache wird ich mir sofort hören. Moment, ich das drauf. So. Tja, leider habe ich meine Haube noch nicht, sonst hätte ich jetzt noch das Ulti auslösen können, aber egal. Ich muss es wieder beide kriegen, ne? Ja, ihr lasst wieder die ganze Arbeit an mir. Nee, du musst vor allem den Turm oben verteidigen. Ja, und zwar schnell. Trotzdem was machst du denn da in der Mitte eigentlich? Ja, ich habe auf die gewartet, weil ich dachte, ich nehme mal einen Turm an. Aber ich bin trotzdem bei, pass auf. Schön. Oh, schöner Burst. Jawoll, Double Kill. Gecko, du schaffst es. Du schaffst es. Wir müssen schon wieder zum Ekelschlund übrigens. Und der ist immer noch nicht da. Wir müssen dann nachholen, ne? Eigentlich. Ja, wir müssen nachher nachholen. Wir müssen dreimal tanzen. Hab dann meine Qualen teilen. Ich gehen wir mal zum Altar. Haben wir festgelegt, wie lange wir tanzen müssen? Nee, wir müssen nur einmal zum Tanzen. Ich will den eigentlich nur mal zeigen, weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass man da tanzen kann. Kennt ihr eigentlich dieses Lied, auf der Mauer, auf der Lauer? Sitzt eine kleine Wanze. Genau. So in dem Sinne. Ich push mal die Lane unten, Jungs. Während ihr den Altar eingenommen habt. Das macht man ja auch gerne mal, um den Gegner Jackson noch ein bisschen zu ärgern. Ne? Also ja, die Ding zwar hier unten, aber die ist jetzt weg. Die ist raus. Geht man vor den gegnerischen Tower und dann tanzt man da nochmal eine Runde. Achtung. Ah, der Alter. Okay, nicht. Ja, das ist eine Lösung. Die kann genauso gut wie ich eigentlich mehrere Gegner auf einmal töten. Ja, ich werd so gehatet. Von? Allen. Von mir vielleicht. Ich schreib dann Hater-Kommentare unter das Video.
Weißt du, ich habe ja in dem Einführungsvideo zeige ich ja eure Profile auch mal, ne? Damit die Leute sehen, dass ihr wirklich einige Spiele drauf habt. Aber momentan sieht es nicht so aus, als wärt ihr die Master of Disaster hier. Nee. Man muss dazu sagen, dass Leute kommt runter. So ausgerichtet, dass du auch entsprechende Gegner bekommst. Also zwei von denen werden auch etwa so gut sein wie wir. Sollten zumindest. Sollen ist nicht so perfekt, dass ich keiner darüber beschweren würde. Ein Paradebeispiel ist Antiquier, beschwert sich sehr, sehr gerne. Was? Wenn das Leumet schmecken. Ja. Weil letztens bei lass doch mal lieber ein bisschen nicht so ganz so aggressiv spielen, oder? Oh ja, ich hau. Was? Jetzt ist früher. Die sind ziemlich down, alle. Ja, ich hatte auch gedacht, die geht mit mir rein. Ja, natürlich. Ich habe gar keinen Mana mehr. Ich bin Feigling. Gerade der Olaf ist ein Feigling. Das ist sehr ungünstig, wenn unser Tank der Feigling ist. Ja. Ja, so denke ich. Wir könnten Riven holen. Ja, müssen wir sogar. Ah, die hat den aber den... hat den. Das ist meistens die Falle, wenn die alle zusammen sind, auch vor allem in einem Team-Ranked und dann nur einer sich ja, zum Altar aber ich habe mein Ulti. Ich habe mein Ulti. Ja, ich habe gerade gesehen, die Diana war auf der anderen Seite. Ich bin noch zu langsam, leider. Aber es ist sehr ausgeglichen. Ich bin zwei Turrets. Ich bin kein Turret. Egal, geht weg. Nee, Diana ist auf der Bot. Vielleicht, wenn ich Glück habe, macht die hier den Jungle gerade. Ey, der Schild ist jetzt schon da. Schon da 18 Minuten, glaube ich. Ja! Oh, bitte krieg sie! Krieg sie! Shit! Nein! Oh, und ich fiel jetzt den Turm. Alter, ihr seid so Noobs! Ihr seid beide so Noobs! Das kann gar nicht Alter. Angehen! Oh, das ist mir auch mal. Ich hab den Kill noch geholt, aber ihr hilft mir trotzdem nicht. Mann, oh Mann. In den Spielen immer. Aber das ist so lustig, immer wieder mit Leuten aus der Community in der Aufnahme zu spielen und wie die dann plötzlich merken, ups, das ist ja in einer Aufnahme gar nicht so einfach gut zu spielen, obwohl man halt eigentlich gut spielt. Ja, eigentlich würde ich jetzt fluchen wie ein Rorschach. Rede weiter, ich muss rede weiter, du warst glaube ich noch nicht fertig, oder? Bitte was? Rede weiter, du warst glaube ich noch nicht fertig. Doch, ich war fertig. Ich muss so nach Hause teleportieren. 12-13, noch ist nichts verloren, Jungs, das kriegen wir noch. Aber jetzt haben die zwei Altäre, das ist natürlich ungünstig. Wenn die Camps Bescheid geben, ne? So, ich habe meinen verdammten Kelch jetzt bekommen und ich habe jetzt neue Schuhe auch. Ich muss kommen zu euch. Weil wie gesagt, das ist ein permanenter Debuff sozusagen, weil die dann einen Buff haben. Also die Altäre sind hier echt wichtig. Ich habe immer wieder Leute mitbekommen, die halt die Altäre vernachlässigt haben und gesagt haben, ah egal, jetzt haben wir zwar gar keinen Altar gerade, aber es ist ja nicht so schlimm. Das ist ein sehr großes Missverständnis. Ich habe hier den Jax bei mir. Bin auf dem Weg. Soll ich auch kommen oder kann ich hier noch den Jungle fertig machen? Sauber und zurück. Ja. Den Rückzug ist auch noch nehmen. Rückzug ist besser als Vorzug, oder wie war das? Oben müssen wir mal verteidigen, ich komme jetzt mal zu euch. Die sind mir jetzt so zuversichtlich. Zeit danke, Killstil gezogen! Das ist sehr gut. Den Turm und dann tanzen wir. Dann tanzen wir. Eigentlich müssen wir noch nach oben zum Ekelschlund, der müsste doch jetzt am wenig mal da sein. Nee, Minute 15 habt ihr gesagt, ne? Nee, der ist da. Der ist da. Das sieht man an der Karte an dem roten Punkt. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach oben. Wir sind jetzt sogar im Vorteil. Was sagt ihr denn dazu? Wenn wir dieses Match noch gewinnen, Jungs. Standard. Ist immer so. Was ist Steuerung 1 oder Steuerung 2? Steuerung 3. 3 sogar. Und eins, los geht's. Zwei. Tanz mit uns, Ekelschlund! Ja! Weil die wieder in die Finger schnippt, ist ja super. Großartig. Justus Random Facts. Für die, wo es nicht wissen, der Tanz ist inspiriert vom Carlton Dance von Prince von Bel-Air. Echt? Das ist ja ein super geiles Random Fact. Sehr gut. Ein Fun Fact, so sagt man, ne? Ja. Oder so. Genau so. Ein Fun Fact. Vom Carlton Dance. Das sieht auch echt so aus, so ein bisschen. War gut. Ja, die haben sein Gesicht 1 zu 1 übernommen. Ach ja, die Morgana ist im Jungle immer so ein bisschen langsam, leider.
Aber ich gehe jetzt gleich noch, sowieso noch mal nach Hause. Aber ich glaube, ich sollte mal Morgana-Jungle ausprobieren bei der 5er Map. Mach doch mal. Ich werde so gehatet. Du wirst sowieso gehatet. Ja. Nein, hier werden alle geliebt. Die Rumpel-Community ist ja nett. Und es macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Also ich hatte sehr, in den Weihnachtsferien hatte ich ja relativ viel Zeit. Da war ich auch öfter mal auf dem TS unterwegs. Und wir haben relativ viel LOL gespielt in der Community. Und es hat echt Spaß gemacht. Habt ihr denn mal Dota gezockt, um dieses alte Thema Dota versus LOL mal aufbrechen zu können? Nein. Ich hab's mal ausprobiert. Muss aber sagen, ich bin dann doch relativ schnell wieder zu LOL übergewechselt. Oh, ey, be right back, ne? Ist immer gut, über den Chat zu kommunizieren, wenn man auch per TS verbunden ist. Naja, ich will fürs Protokoll. Ich will dich in der Moderation nicht stören. Ja, nee, ist genau, nett. Ist sehr Wort. Nett und gut. Ey, wir wissen nicht, wo die sind, ne? Du bist sehr... ich hab's ja gesagt. Oh, und dann wird er wieder weggemacht. Ich hab's ja nicht. Ja, es war ja nicht so, als ob ich es nicht gesagt hätte. Muss ich schon ein bisschen mehr Zeit lassen zum Reagieren. Darauf war ich jetzt nicht gedacht. Ja. Muss ja reden, ne? Du kennst das doch. Ich hab sogar noch einen gestunt und alles. Also gestunt, nicht gecaged. Ja, das ist ja nur ein Snare. Ein Snare, nur ein Snare, ey. Der Snare ist super. Weil von der Alter, jetzt zwei Level mehr. Ja. Da muss man aufpassen. Ah, nicht Snare hier die ganze Zeit. Ich will die wundersame Sprache. Hey, Flash gezogen. Hier kommunizieren, das ist die LOL-Sprache. Epische Ult. Fachwörter. Was war das denn? Ich habe leider gerade falsch anvisiert, das Ganze. Schön. Aber hier fliegen echt die Äxte und Messer. Das ist also eine Freude. Die stehen da im Gebüsch drin übrigens, ne? Oh, die gehen auf den Altar. Bei den Menschen stark ist engaged. Ich will nicht einen rauspicken. Ja, ist schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall einen einzelnen. Wer ist denn eigentlich der Schwächste von denen? Wen müssten wir eigentlich anvisieren? Schade. Ich habe keinen Mana mehr. Okay, jetzt habe ich wieder Mana. Hab ihn. Ja. Sehr schön. Okay, Riven ist auf Ulti. Was? Nein! Geburt. Du bist irgendwie zu sehr rangesprungen. Dass wir auch nicht in meinen Snare bekommen. 2-2 getradet, das ist auch noch passabel. 2-2? Ja. Ne, wir sind doch 2 gestorben und... Bei denen auch 2. Echt? Ja. Hat Gecko noch einen weggekriegt, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die Riven mitgenommen. Ah, super. So, ich bin jetzt an meiner Haube dran, dann wird auch mein Ulti so ein bisschen angenehmer sein. Ich finde es übrigens extrem schwer hier. Also, ich glaube, eines der schwersten Sachen, die ich bei LOL irgendwie lernen musste sind oder immer noch lerne, sind diese verdammten Items zu benutzen. Alter, die Diana, easy, ist klar doch. Bist du... Erstmal probiert, ich habe 200 Leben. Ich glaube, sie 600 hat. Du bist ein bisschen leise. Kannst du dich ein bisschen lauter machen eigentlich? Ja, das ist kein Problem. Das wäre super. Okay. Mir einnehmen. Die Riven ist oben. Also solange man einen sieht, ne? Meine Hände sind immer kalt. Ich spiele hier bei angenehm 15 Grad im Schatten. Echt? Ja, okay, 15 Grad ist aber echt kühl eigentlich für eine Wohnung, oder? Ja. Normalerweise ist man auch so auf 20, 21 Grad. Ja, nicht. Genau. Vorsicht, der kommt hoch, der Jax. Meine. Jax, kommt zu euch. Ich bin zu weit weg. Ha, den Jax habe ich. Nein, das gibt's nicht. Ihr seid so Noobs. Er. Guck, ich lenk sogar ab. Komm her, Riven. Der Jax. Mach die Jax weg. Dankeschön. Ist nicht unser Tank? Mach sie auch noch weg. Die macht mich weg. Nein. So rum sollte es nicht sein. In 20 Sequenzen sind wir wieder da. Haltet aus, Atiqui. Haltet aus. Aber es ist, glaube ich, gar nicht mal so unspannend zu gucken, oder? Also, ich meine, wir failen. Nein. Gut ausgehalten. Nicht so gut ausgehalten. Aber jetzt kommt der Gecko hin und... Lässt sich auch noch abfarmen. Boah, der einen Schadensausteiler, das ist ja der Hammer. Ja, der Riven. Die Riven hat dich schon wieder weggemacht. Schade. Ja, Riven.
Das Riven ist echt unangenehm. Vielleicht ist die noch hier im Jungle. Tatsächlich ist es ein weiblicher Charakter. Die Riven. Im Gegensatz zu Wrights üblicher Meinung, keine mit Doppel-D-Brüsten. Das stimmt. Nicht mindestens, meinst du? Sogar, ja. sogar sowas, sag mal, Jungfräuliches wie Lux. Ich finde, Lux sieht immer so nach Jungfrau aus. Schulmädchen aus. Ja, das ist genau. Nach Virgin. Like a Virgin. Ich komme vor. Ich habe einen Jax bei mir. Dann komme ich zu dir. Der macht mir keine Probleme sogar. Das gibt's nicht. Das gibt's komm, einfach nicht. Die holen wir uns jetzt. Ja, dann go. Weggesnackt. Und jetzt sollen wir die noch auch noch. Weggesnackt haben wir die. Ich habe noch 2 Sekunden. Ah, schade. Nee. Alle nehmen wir die mit. Alle Skillshots verhauen. Nehmen wir die Minions ja. Alle mit. Und den Altar von denen, wir sind gerade down. Die sind ich glaube, ihr habt euch alleine. Ein bisschen zu sehr aufs Kommentieren beschränkt. Was? Das sagt der die ganze Zeit stirbt? Mhm, ja, deswegen hab ich alles im Auge. Ich hab auch alles im Auge. Und zwar habe ich im Auge, dass wir eine normale Tänzer verpassen. Oh, das stimmt tatsächlich. Unsere Challenge ist völlig vernachlässigt worden. Ja, wir gehen auch sofort hoch. Ja, aber wir haben das gerade gut gemacht, hast du es gerade gesehen, Gecko? Wir haben die weggesnackt und zwar sowas von. Nee, ich war auf das Wichtige konzentriert, auf die Challenges. Wir müssen die Challenge machen. 1, 2, 3. So, kommt schon, Carlton. Tanz für uns. Ja, jawoll. Und jetzt die Riven noch dazu. So, und jetzt direkt Riven. Unten Riven. Hallo. Ah, das gibt's doch nicht. Die scheiß Minions haben mich... Leider. Ich bin lowlife, ich bin raus. Ja, ich bin auch nein, schon wieder ein Minion, das gibt's doch nicht. Ach Gott. Achtung, da kommt. Ich hab die Haube. I've got the Haube. Was kaufe ich denn als nächstes noch? Den leeren Stab, der ist noch ganz gut. Ach, komm schon. Ich habe Anti verholfen zu entkommen. Das war mein einziges Ziel. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Wieso? Eigentlich müsste ich für dich sterben. Ja, Aufopferung ist alles im Team, ne? Genau. Wir spielen hier ranked. Hier ist nichts mehr mit egomanisch spielen. Das kann man nur im Nicht-Ranked. Oder gegen Anti oder Rumpel. Ja. Da geht drauf. Also ich würde sagen, der gefährlichste ist auf alle Fälle. Ach, damn it, das war so knapp. Das ist aushaltbar. Gecko, du bist wieder ein bisschen leiser. Ja, ich kann mich auch was überlegen. Wieso? So, Altar. Diana. Da ist er. Da ist der Jax. Gecko. Der Gecko sag ich schon, der Jax. Oh, wartet doch, bis ich in den Altar hab. So, jetzt könnt ihr loslegen. Boah, der ist so down. Das sind mal die Riven, die sind gefallen. Das macht richtig viel Schaden. Nein! Ach. Das Life Gain. Boah, ich hab's nicht mehr geschafft, meine verdammte. Ich hab vor allen Dingen den hier auf der falschen Taste liegen. So, ich hab nicht mehr geschafft, meinen verdammten dunkle Bindung nochmal rauszuhauen. Jetzt sind wir alle tot, ne? Jetzt haben wir verloren, glaube ich. Wir werden ruhig schon wieder dran mit tanzen. Wir wären schon wieder dran. Hm. 24, Alter. Wir tanzen viel zu viel. Wir machen das zu 5. Ich glaube, das verlieren wir, dieses Spiel. Den Jax. Nee, ich gehe da gar nicht erst rein. Ach was? Nicht nochmal. Wir schaukeln sie nur in Sicherheit. Wir machen das ganz fies von hinten. Ja. Dann müssen wir aber so reinpreschen bei denen irgendwann, dass denen hören und sehen vergeht. Ja, deren Diana ist nicht gut. Das Gefährlichste ist wirklich nur die Riven. Wenn wir die raus haben, dann ziehen wir durch. Ah, Jax kann schon auch noch was. Und Jax ist hier. Ah, Jax ist schnell vor allen Dingen. Boah, ich komme unten auf der Lane mit. Unglaublich, keine Chance. Ah, der hat schon einen Ghost dabei gehabt, ne? Nö, nicht mal. War nur der ist hier. Das hat dann nämlich zusätzlich zu dem Mana und Leben, die es gibt, auch noch einen Movement Speed. So, was machen wir? Was ist unser Plan? Wir müssen oben die Lane verteidigen, weil die ist schon offen. Bin dran. Ich check mal kurz den Schlund, bevor die noch tanzen.
Ja, oh, der ist schon weg. Fuck. Der Schlund ist weg, den haben die sich genommen, oder was? Haben die gesnackt? Yep. Damn it. Damn it. Das sind ganz schön lange Spiele. Ich bin die 3 gegen 3 immer so gewohnt, dass sie relativ kurz und schnell und schmerzlos sind. Ja, non-ranked. Ja, es ist mit Tryhard anzutun. Boah, der macht so viel Schaden. Oh, die ist gecaged. Nein! Jawoll! Sehr schön gemacht. Ja. Ah, du hast den. Ah, die Diana hat ihren Kuh versammelt. Ah, aber jetzt lauf. Ich will die Ultiga hier haben. Nein, okay, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Nee, du schaffst das! Alter. Du schaffst das! Du schaffst das! Sehr schön. Like a boss. So, 20 Sekunden. Kriegst du da den Turm nicht verteidigt? Geh nicht drauf, geh nicht drauf, geh nicht drauf. Was war das für ein Zonios? Du musst dabei drauf gehen, wenn du drauf gehst. Oh, jetzt, jawoll! Ja, gesnackt und den anderen auch noch. Ich verteidige oben. Das ist bestimmt eine Riven. Das ist bestimmt eine Riven. So wie die reingeht, nö. Und dann macht's auch keine Riven mehr. Wo hängt die rum? Ich hätte die Schnauze zurückgezogen, um das Spiel spannender zu machen. Genau. Spieler denkt sich, ach, der Rumpel. Ich bin nicht so gut gegen die Supervasallen hier mit der. Benutzt deine Pfütze. Ja, ja, ich benutze sie ja, aber das ist trotzdem nicht so ganz einfach. Ja, du bist auch noch Pro-Player. Du musst eigentlich bestens hinbekommen. Hast du so, mal gesagt, gucken. Ich bin am wenigsten gestorben, liebe Leute. Wir haben noch davor Witze gemacht, dass ich irgendwie mal lernen muss, weniger zu sterben. Aber ich bin bisher am wenigsten gestorben. Ja, wenn ich mal später sehe, wie viel Damage an den Gegnern gemacht hast. Ja, ich habe ganz gut Damage gemacht. Jetzt tu mal nicht so. Werden wir dann nachher sehen, ja. Das ja, die Statistik weiß ich gar nicht, ob wir die zeigen können, weil bei LOL ist das ja leider so ein bisschen blöd gelöst. Aber ich komme von unten, wenn ich es hinkriege. Jawoll, schön. Halt ihn, danke, super gemacht. Ne, ich hau ab. Obwohl, ziehen hoch. Dann und Lara und dann muss er eigentlich gut sein. Easy. Na, ich hab's jetzt verkackt. Nein, zu gierig. Kann sie jetzt aber nochmal ranziehen. Jana kann nämlich ihre Ulti, damit kann sie an den Gegner ranspringen, macht ein bisschen Schaden und wenn sie vorher mit der Kuh ein Mal drauf gemacht hat, dann kann sie sich kostenlos nochmal dranziehen. Also ohne, dass die Ulti auf Cooldown geht. Ja, aber ich hatte die ja gecaged, aber jetzt macht sie unseren Turm weg, wenn da keiner dran geht. Die brauchen Talon. Minions, das. Ah, unser Inhibitor ist wieder da. Ey, wir stehen voll gut da. Mach sie weg! Die tut so weh. Sauber. Ja, easy. Super, gehen wir jetzt. Ja, ich brauch noch 200. Mach mal einen Tower weg oder irgend sowas. Ja, erstmal zum Tower hinpushen, die Gegner beiseite räumen und dann die Turm machen. Ja, aber die sind doch. Momentan ist nur Diana weg. Riven und Jax sind wieder da. Jetzt sind wir ein bisschen gefahrt. Ich hab 176 Farben und du stehst bei 82. Tja. Ich bin auch nicht Talon, sondern ich bin der Tank. Morgana Tank, die neue Meta. Aber ich bin eigentlich gar nicht, ich mach mein Bild überhaupt gar nicht auf Tank, sondern ich mach eigentlich eher auf Damage gerade. Da ist ein Jax. Boah. 2-1, worth it. Close. Sehr gut. Ich gehe nach unten farmen. Du gehst nach oben. Ja, farmen brauche ich fast gar nicht mehr. Ja, wie arrogant ist. Bist du schon voll oder fast was mit Items? Fast letzten Item. Nee, ja, voll mit fast, Items. Ja, dann brauchst du auch noch farmen. Solange du nicht Item Cap hast, brauchst du farmen. Ja, und jetzt bin ich aber tot. Toll, schon wieder tot. Siehst du, nur weil ich Toplane farmen wollte. Du mir gesagt hast, geh Toplane farmen. Ja, natürlich. Jetzt bin ich schuld, dass du Toplane geloost hast. Du hast mich in den Tod geschickt, wie ich damals dich auch. In Leutfurt. Ach ja. Die Geschichte könnte man eigentlich auch nochmal erzählen. Guck doch mal ganz kurz bitte beim Draco. Oder wie heißt der Dragon? Nach Drake. Guck doch mal beim Drake nach. Ja, ich glaube, genau. Die Gegner sind dort. Bam, tot war ich. Lief mitten in meine Arme rein. Ja.
Hier gibt es nicht sowas wie ein Guardians Angel, ne? Das war nur 5 gegen 5. Ja. Ich finde ja eigentlich die Haube, dass das zum Stundenglas geworden ist, beim Fünfer fand ich irgendwie verwirrend einige Zeit lang. Überhaupt kann ich das manchmal nicht so ganz nachvollziehen, warum die jetzt Änderungen bei den Items gemacht haben. Von Hexenhaube zu... Riot hat mal versucht, extra Balancing für die 3 gegen 3 zu machen, da die bei doch sehr vielen Spielern sehr unbeliebt ist. Ah, die macht gerade den Schlund. Gemacht. Ja. Schon gemacht. Und wäre dann nicht zurückgekommen gerade. Ja, weg. Unten ist... Und da hat Riot mal schon gezielt Balancings gemacht, nur für die 3 gegen 3 Map. Da wurden zum Beispiel alle großen Items geflogen. Wie die... das 1600er Gold AP-Item. Zurück. Ich glaube, wir brauchen erstmal... Ah, guck mal, wer da ist. Die Kugel sind noch nicht raus, ich mach den Schaden. Wir sind wieder. Sind wir in die Falle reingelaufen. Das war jetzt 0 für 2. Ja, eins hast du gelernt, Rumpel. Weglaufen. Weglaufen und dann, ja. Ich meine, irgendjemand muss ja überleben hier. Und davon erzählen, von dieser epischen Story. Wie wir vollen Mutes reingelaufen sind. Vor allem jetzt stehe ich hier alleine unter dem letzten Turm. Mach den. Die Würfen ist voll gut. Der Vorteil ist, die Würfen sind stärker. Oh, wenn ich die jetzt gecaged hätte, wäre schön. Ey, lässt du sie jetzt beide machen? Gut verteidigt. Ja, was soll ich machen? Also mehr gegen Würfen kann ich nicht wirklich viel machen. Oh, gegen die jetzt. So, ich gehe mal ganz kurz. Ich bin bei der Top. Oh, was? Die haben dich weggesnackt, aber sowas von. Ja, die Diana hatte so einen Hut. Diesen Hut oder diese Haube. Den man sich ja unverwundbar machen kann, eine Zeit lang. Und ich dachte, sie wäre alleine gewesen, aber dann kam der Jax natürlich an. Und da ist man. Dammit. Muss mal ganz kurz eigentlich nach oben. Ah, oh, der Jax! Die alle alleine gegen mich. Schade eigentlich. Ja, die haben ja ganz schöne Damage-Kombo genommen und die haben auch extrem gut als Team zusammengespielt. Und so geht das nämlich. Wenn die alleine gespielt hätten, dann hätten sie. Ah, wir haben aber auch ganz gut gespielt. Muss ich jetzt mal in den Raum werfen. Trotzdem, finde ich auf jeden Fall. Und das, liebe Leute, wenn der Rumpel den All-Shot anhat, das schreibt man nicht, weil das ist unhöflich. Was, Good Game? Nein, Easy. Ach, Easy, ja, das sind immer die Leute, die dann... Tja, da sind wir jetzt leider das erste Match, das wir verloren haben in Ranked Extreme. Aber es ist ja auch so, das erste Spiel, glaube ich, in diesem Ranked Extreme wird ja erstmal nach euren eigentlichen Stadien gematcht. Und jetzt werden wir erst das erste Mal, oder die ersten drei Spiele irgendwie, dann werden wir eingeteilt erstmal überhaupt in eine Kategorie, richtig? Fünf Spiele sogar müssen wir machen. Ja. Also fünf Spiele haben wir noch. Das erste haben wir verloren. Die nächsten werden wir bestimmt auch verlieren. Oft. So, und jetzt können wir nochmal den Schaden an den Champions angucken. Lieber Gecko, du hast 13.000 Schaden mehr gemacht als ich. Das ist aber eindeutig. Also das sind, wenn man das prozentual sieht, dann sind das 150% von dir. 150%, genau. Mhm. Ist ja auch okay. Du hast ja auch, ich glaube, 100, nee, du hast sogar 290% an Toten für das gegnerische Team auch gebracht, insofern. Ja, aber man kann auch mal auf Damage Taken gucken und dann sieht man, dass ich 43.000 Schaden getankt habe und du nur 22.000. Das macht ja nicht, weil du immer weggerannt bist. Ich bin, ja, aber trotzdem, ich bin halt wenigstens nicht so oft gestorben wie du und habe damit das gegnerische Team gefeedet. Du alter Feeder, guck mal, die Riven, wenn wir die abziehen, aber dann hätte die 3 Kills, wenn die Riven hat ja eigentlich nur dich umgebracht. Ja. Wie viel hat denn eigentlich der Tank getankt? Der Tank hat... Nicht so viel, 38.000 nur. Also unser Tank hier, du.
Weniger als ich. Also ich hab Tank gespielt und Damage Dealer. Also ich hab die Hauptrollen des Teams übernommen und Rumpel weg. Oh, jetzt sind wir nicht wieder. Ja. Du hast viel zu wenig getanzt. Wir haben alle drei viel zu wenig getanzt. Daher ist es auch die Challenge ist auch gescheitert. Na gut, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich fand es eigentlich ganz spannend, so anzugucken. Und ich bin mal gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Wir werden das jetzt ein bisschen ausprobieren. Wenn euch das in diesem Team, in den Bequem-Feeder-Extreme-Team gefällt, dann kommen hier noch ein paar mehr Folgen. Wir sehen uns auf jeden Fall aber in Folge 2, denn die werden wir auf jeden Fall noch spielen. Bis dahin. Tschö. Tschüss.